Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories, immer noch hier im Wundermorgen. Hey, da ist eine Kiste. Ich will haben, ich will die Kiste haben. Ah, komm, Sora. Warte mal. Was denn das denn Scheiß? Egal. Ich werde doch jetzt hier wohl mal irgendwie hochkommen. Holy fucking shit. Würdest du da bitte hochgehen? Ich will die Gäste haben. Ah. Gut, dann eben nicht. Ja, wir müssen jetzt hier immer noch irgendwelche Freunde von dem Pedobär finden. Ja, das ist, wow. Scheiß auf Herzlose und die Organisation 13. Wir haben Besseres zu tun. Nämlich mit einem Bären im Wald rumzulaufen, den wir, ja, doch, ja, die kennen sich, ja, sind ganz, ganz dicke Freunde. Oh Mann! Das ist eine schreckliche, bla bla bla, ne? Kann man sich denken. Okay. Uiuiui, wow, Schwerkraft ist ein Scheiß dagegen. Ich bin gerade allen Ernstes am Überlegen, ob Tarzan hier noch vorkommt. Also, sollte die Tarzan-Welt hier noch vorkommen, raste ich aus. Es ist, ja, das ist auch nicht so schön. Was müssen wir hier wieder machen? Ich habe ja wieder, wie gesagt, nicht gelesen. Okay, verstehe. Wir müssen also hier runter. Ich meine, die Minispiele sind schon an sich eine coole Idee, aber das ist irgendwie ja keine Ahnung. Ich kann auch drauf. Boah, fail. Ich kann auch drauf verzichten, ganz ehrlich. Ja, genau, haltet euch mal fest. Bringt mehr Punkte. Wow, 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 wow. Wow. Das ist ja hier, ne, das sind ja keine Taler, das ist ja hier Honig und so, damit der Alte hier seine Drogen kriegt und so, ne? Wow. Hey! Was zur Hölle? Würdest du mal bitte aufhören? Ja. Wow, fuck you. Ich wollte eben schon die Aufnahme beenden. Okay. Ach, wir müssen den Affen. Egal, wir haben es ja geschafft, ne? Wir haben exakt genau die Punktzahl, die wir brauchen, hey. Scheiß Spiel. Geil, Mann, wie ich es liebe, wenn Werbung aufploppt. Hallo, Ru, ja, was machst du denn hier? Lass mich alle in Ruhe. Ich war beschäftigt, hab nach Tigger gesucht und dann hat mich der Wind weggeweht. Und du hast dich irgendwie eingequetscht? Nein, ich hab auf Tigger gewartet. Ja, damit wir irgendwas spielen können. Tigger reitet den Wind hier, natürlich. Ne? Bla bla bla. Ja, genau. Ihr seid alle ganz toll. Ja, sucht mal nach ihm, genau. Ach ja, übrigens. Ich habe das hier gefunden. Warum nimmst du das nicht? Was haben wir jetzt schon wieder? Mega-Ether. Okay. Herzlichen Dank auch. Boah. Jetzt müssten wir ja bald alle durchhaben, oder? Obwohl ja hier die Friends immer noch da leer sind und so, ne? Aber das war wahrscheinlich nur für dumme Profi und so. Aber, ne, okay. Hier waren wir schon. Können wir gleich wieder zurückgehen? Glaube ich zumindest. Aber hier geht's ja auch nicht. Ah, doch, hier geht's. Ach, der scheiß Esel. Ah, der Esel mit der geilsten Stimme ever. Voll die Debris-Stimme. Ich hab meine Taille wieder verloren. Oder so. Weißt du, wo du das verloren hast? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Oh, jam, ich hab's gefunden. Du Idiot. Mann, du sollst nicht nach Honig suchen, verdammter. Ah. Ja, Bienen und Honig und ganz, ganz gefährlich und. Ich kann ohne meine. Heul nicht rum. Wir alle haben Probleme, aber wir heulen ja nicht rum. Wir machen das nur still und heimlich in unserem Zimmer. Also heulen, ne?
Ja, irgendwas müssen wir hier wieder machen. Okay, wir müssen also Bienen kaputt machen. Allerdings ist hier mal ein bisschen Action am Start. Die Arschgeigen können gar nicht gut kontern, ne? Jeden hatte ich nur 0. Macht überhaupt keinen Sinn. Hier, hä? Okay. Ich verstehe den Sinn gerade nicht, aber okay. Ich hätte sagen, wir müssen hier einfach aufpassen, dass der Sack nicht stirbt. Und hier halt mal die Bienen killen und so. So, heilen wir mal. Können wir gerade gar nicht machen. Verstehe ich nicht. Vielleicht können wir das auch nur einmal machen. Wow. Ja, hier, friss mal. Mann. Ja, darf ich da? Nein, verstehe ich. Nö, nee, nee, ich will. Ich will's nicht verstehen. You failed. Ja, du kannst mich mal ganz im Ernst. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. Das ist. Nee, sorry, aber. Sieht ja für mich noch nicht mal so aus, als wenn die hier verrecken. Bla, bla, bla. Da kämpfe ich doch ganz gerne lieber gegen Herzlose. Ja, weh die Scheiße weg. Bitte. Heilen. Na komm. Bam. Bam, bam, bam. Bam. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir hier umbringen müssen, aber ist okay. Ne? Macht voll Spaß und so. Absolut. Jetzt darf ich mich wieder aufladen, weil die haben ja wieder gekontert und so. Ne? Das macht ja auch Sinn. Na, wo ist es? Hier 8. So. Aufgeladen und so. Bam. Wollt ihr bitte sterben? Aber absolut nichts dagegen, wisst ihr? Das wäre voll sozial und so von euch. Bam, bam. Bam, bam, bam. Einmal der Wind fließt. Genau, hau den Pedobären um. Und jetzt beschmeiß ihn noch mit Honig. Okay, 9 noch. Kriegen wir hin. Hoffe ich jetzt einfach mal. Was, der ist doch schon wieder fast am Verrecken. Was soll denn der Kack? Was soll der Scheiß? Okay, warte mal, nehmen wir mal. Lassen wir mal den Kack weg. So. Zieht das irgendwas ab? Nein, ich denke nicht. Das wollte ich jetzt gerade gar nicht machen, aber okay. 1, 2, 3. Bam. Bam, bam. Ich hasse es sowieso. Escort-Missionen sind so scheiße, wenn man auf irgendeinen Charakter aufpassen muss, weil die lassen sich ja damit Absicht treffen und so. Und ich finde das auch ziemlich assig. Also, da gab es ja bei Birth by Sleep auch sehr, sehr, sehr schöne Anfangsmomente hier mit Schneewittchen und befreie sie, rette sie, eskortiere sie aus dem Wald und. Oh, Dankeschön. Wow. Verdammter Honig, such die Hobbys. Ganz im Ernst. Ach, das hat er gesucht. Er hat seinen Schwanz verloren. Oh, mein Kopf. Ja, da ist eh nichts drinne. Mach dir keinen Kopf, da ist eh nichts drinne. Hey, Wortspiel. Ja, ja. Ne. Ist jetzt voll toll, dass du deinen Schwanz wieder hast und so, ne. Es ist, ja, ne. Er hat wieder irgendwas gefunden und die können nichts damit anfangen und. Bla bla bla. Ne? Dank euch habe ich jetzt meinen Schwanz wieder. Ich habe da was gefunden. Kekse aus meinem Arsch. Nein, ein Exil. Wow, okay. Ich denke mal, damit können wir dann die verlorenen Karten wieder zurückholen. Würde Sinn machen. So. Nein, these bees run me, I would like to some. Ach, du willst kein Honig, Zora, du willst was ganz anderes, aber ich sag's dir nicht. Haben wir es jetzt? So rein zufällig? Nein, natürlich nicht. Wir müssen erstmal hier lang. Oh Gott. Bitte mach, dass es. Aha. Das ist bei hier, okay. Mach, dass es aufhört, bitte.
I still better get going. Ja, bitte, hau ab, Sarah, hau ab. Wir haben alle genug. Ich schätze, wir können nicht weitergehen. Das LP ist hier beendet, nein. Ja, war es denn nicht, hat es denn nicht mehr Spaß gemacht, die Freunde zusammenzusuchen? Oh ja, Sora. Ja, ich würde gerne von dir, dass du das annimmst und bla. Ja, ich bin so weit gelaufen, dass ich eine Pause brauche. Fetter Sack. Wenn ich doch nur ein bisschen Honig hätte. Nein, Zora. Nein. Wehe, du suchst jetzt nochmal Honig. Look for my friends. Ja, ich gehe nach meinen Freunden suchen. Da hat er natürlich keinen Bock, ne? Ist natürlich wieder so egoistisch. Wir sollen ihm natürlich helfen, seine Freunde zu finden. Aber wenn es um unsere Freunde geht, nein. Nein, niemals. No. You're Riku. What are you doing here? Not happy to see me? Let me know if I'm getting in the way. You know, of something that's more important. Huh? I didn't mean that. Spare the excuses. I bet that you had all but forgotten about me. Are you crazy? Come on! I came all this way looking for you! But you're not anymore, right? Now it's only Naminé that you're looking for. You don't care about me, just like you never cared. At all. About her feelings. Naminé's? I knew it. Never even gave it a thought, did you? Just 'cause you want to see Naminé. Sorry. Doesn't go both ways. Tell you the truth, Naminé doesn't even want to look at your face. Why not? You should ask your memories. Why Naminé disappeared from the islands. Remember that, and you'd know. Did I do something? Is it my fault? Riku. Go home, Sora. I'll care for Naminé. Anyone who goes near her goes through me! What's wrong with you? We're supposed to be friends! Please, Sora. Since when have you ever cared about me? Naminé's not the only one who's sick of looking at you. So am I! Riku, stop it! Endlich wird's mal hier spannend. Das Geile ist ja, mir ist jetzt erst aufgefallen, ne? Dass der aussieht wie Vanitas. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, ja, wow. Wie doch alles einfach zusammenhängt. Ich würde aber mal sagen, das heben wir uns für den nächsten Part auf, einfach weil, ja, das würde jetzt nicht zu Winnie Pooh passen und, ne? Seid doch beim nächsten Mal dabei, wenn dann endlich hier wieder, wenn der normale Scheiß einkehrt, ne? See you later, alligators.